Kosteneinsparungen stehen bei Verlagen also weiterhin auf der Tagesordnung. Doch womit werden Verlage 2015 ihre Erlöse lukrieren? Diese Frage versucht die Studie Erlösstrategie 2015 zu beantworten und zeigt dabei drei Trends auf. Empfohlen wird nicht nur der Ausbau des Digital-, sondern auch des Abo-Geschäfts. Im Bereich Paid Content setzen sich demnach die Kombination aus Digital- und Print-Abo, Freemium-Modelle und Flatrates durch. Essentiell werde es außerdem sein, Kunden weitere Produkte anzubieten, um die Wertschöpfungskette zu verlängern. Beauftragt hatte die Studie der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.